Leute und herzlich willkommen zurück zu Die Sims 4, die 100 Baby Challenge. Ihr seht es schon, ich habe gerade offen. Ich habe gesagt, ihr könnt mir gerne einen Mann erstellen mit dem Hashtag Einmann für Dani. Und es haben wir schon zwei erstellt. Ist jetzt nicht so viel, aber ist auch nicht so wenig. Von daher habe ich die mir jetzt runtergeladen in meine Bibliothek und hoffe, dass ich die irgendwie. Kann ich die platzieren? Nein, ich möchte sie mit dem Hause verbinden. Aber irgendwie ging das. Einen Moment. So, wir stehen hier immer noch bei unseren Babys. Und ist das ein leeres Haus? Nee, das ist eine Bar. Okay. Ist das ein leeres Haus? Haus hat aus der Galerie einziehen lassen. Genau. Dann kann ich doch bestimmt hier, ich lass mal ihn einziehen. Er war der Erste. Nein. Durch den Haushalt, den du derzeit bearbeitest. Oh, ich werde so einen Fehler machen. Nee, ist er jetzt drin? Ah, okay. Okay, er ist eingezogen. Wer ist hier drin? Haus aus der Galerie einziehen lassen. Hier lasse ich den anderen einziehen. So. Ich hoffe, das ist alles richtig so. Ich habe jetzt irgendeine andere Familie rausgeschmissen. Aber er ist jetzt drin. Gut. Und wir haben unsere wunderschönen kleinen Babys in unserem wunderschönen Kinderraum. Also wenn ich mal Geld habe, wollte ich hier so einen langgezogenen Raum machen und dann hier so die Kinder abtrennen. Aber Leute, ihr wisst, nach den Babys ist vor den Babys. Denn, na okay, es ist gerade 19 Uhr, aber ich weiß nicht, ob er kommt. Wir müssen den nächsten Typen anrufen, hier, für den unser Herz schlägt. Einladen auf aktuellen Grundstück abzuhängen. Ich hoffe, er sagt ja. Ja, er wird gleich da sein. Okay, vielleicht sollten wir... Oh, schön, dass du irgendwas ansehen. Oder ich dachte, Leute malen. Egal. Aber vielleicht sollten wir erstmal was essen. Denn wir haben auf jeden Fall Hunger. Hunger und Blase, aber Hunger. Dann machen wir ihnen ein Kompliment. Das mag jeder. Erstmal essen wir. Oh, Kinder, nicht weinen. Mami muss gerade Liebesdinge machen. Okay, wechseln wir unseren kleinen Zwilling dann mal die Windel. Ja. Ah, guck mal, er wäre doch ein super Vater. Er wäre doch einfach ein super Papa. Wechsel der Kleine die Windel. Hat er gemacht? Mensch, der ist so ein Toller. Dann flirten wir gleich mal, denn wir machen jetzt ein eigenes Baby mit ihm. Und vielleicht sollten wir doch einmal die schwitzige Windel wechseln. Okay, er ist mit dem Flirten, hat er voll drauf. Jetzt stehen wir mal uns angezogen zu fühlen, während wir immer noch das schreiende Baby neben uns haben. Wir kriegen auf jeden Fall den Mutter des Jahres Award. Okay, wir sollten auf Toilette, wir sollten uns nicht vor ihm anpinkeln. Das wäre ganz, ganz mies. Baby noch schnell gemacht. Klappt doch alles. Kann ich ihn einladen, über Nacht zu bleiben, nicht, dass er gleich abhaut? Ich könnte jetzt mal eine Rose anbieten. Vielleicht möchte er eine Rose nehmen. Und kann ich ansonsten... Na, ich kann noch keinen Sex mit ihm haben. So, erstmal von der Toilette runter. Hallöchen. Findet er es scheinbar nett? Oh. So ein romantischer. Er schien gar nicht so schlecht angekommen zu sein. Also können wir ihn jetzt auch küssen. Und natürlich müssen wir. Wir müssen ein Foto von ihm machen. Also das steht doch wohl außer Frage. Aber eigentlich bräuchten wir einen schöneren Hintergrund als das leere Kinderzimmer. Naja, kriegen wir schon hin. Vielleicht kriegen wir noch irgendwie Fotos von ihm, falls wir nicht gleich schwanger werden. Ein Foto von Gunther machen. Genau, durch die Wand durch. Immer schön durch die Wand durch. Mensch, das sind die schönsten... Gut. Kein Foto. Können wir ihn irgendwie hierher locken? Können wir so sagen, so hier hingehen und dann rufen wir ihn oder können wir ihn gleich rufen? Können wir so sagen, so hey, Gunther. Nee, wir machen erstmal ein Baby. Erstmal machen wir ein Baby. Erstmal die wichtigsten Sachen. Baby machen mit Gunther. Ich meine, wir haben uns geküsst immerhin. Jetzt muss ich den nochmal treffen, nur weil ich ein Foto von ihm brauche, oder was? Ach, Gunther. Gunther, Gunther, Gunther. Er ist so Gunti.
Es haben auch welche gesagt, ich soll einfach hier das Esszimmer mit dem Wohnzimmer hier verbinden und hier das Kinderzimmer machen. Aber ich finde das ein bisschen klein fürs Kinderzimmer und ich kann nach hinten nicht mehr so ziehen, weil ich keinen Platz habe. Da wollte ich hier so die Länge nach dem Kinderzimmer machen. Mit so verschiedenen Bereichen für Baby, Baby und Kleinkind, Kind und Teenager. So, erstmal einen Schwangerschaftstest machen. Wäre so geil, wenn wir wieder Zwillinge kriegen. Was? Ich bin nicht schwanger, ich bin nicht schwanger, nein! Geh nicht, Gunther, geh nicht! Gunther! Gunther, geh nicht! Bitte, Gunther! Lass mir wenigstens ein Foto von dir machen. Okay, ich muss ihn nachher wieder treffen, am nächsten Tag oder so. Gunther, das ist genau das Bild, weswegen ich dich verlassen werde. Das ist der Grund, Gunther, nur falls du dich fragst, warum ich dich denn verlassen habe. Schau dir bitte das Bild an, Gunther, dann weißt du es. So. Jetzt kriegen wir hier das Bild. Okay, es war länglich, ich konnte mich nicht mehr dran erinnern. Jetzt packen wir hier mal die... das vielleicht nicht. Das vielleicht auch nicht. Ach, wollt ihr mich verarschen? Ich muss nochmal ein Foto machen. Gunther, warte! Ich krieg kein ordentliches Bild von dir. Und er ist weg. Okay, Gunther. Das gibt ein Nachspiel. Machen wir erstmal das, solange wir kein ordentliches Gunther-Bild haben. Und noch ein Zwerg! Was ist denn das für eine Kacke? Ist das Zwunter? So Zwerg-Gunther? Okay, das war scheiße, aber... Egal, wir müssen jetzt erstmal schauen, wie es uns geht. Auch uns geht ganz gut. Dann müssen wir erstmal Geld verdienen. Machen wir ein mittelgroßes und hoffen auf das Beste, dass sie es für teuer Geld verkauft. Vielleicht sollten wir hier, ich wollte gerade sagen, Fenster reinhauen, aber dafür braucht man ja auch Geld. Yay! Wir können ja eine Lücke in der Wand lassen und es dann einfach Fenster nennen. Sehr schön. Guck mal hier, an Sammler verkaufen. Da musst du noch eins malen und zwar ein großes, weil dafür kriegen wir mehr. Ach ja, die Kinder. Was habt ihr denn? Ja, was habt ihr denn? Okay, wir füttern sie einfach mal. Wird schon richtig sein. Kinder haben Hunger und müssen kacken. Das sind Babys halt. So funktionieren Babys. Ich bin mir ziemlich sicher. Ich bin froh, wenn die Kinder irgendwie groß genug sind, dass sie selbst Geld verdienen können. Das hat uns nur 23 gebracht, aber immerhin. Oh, was weinst du denn schon wieder? Psst, ganz ruhig reden. Alles gut. Mami kümmert sich um euch. Ich habe vergessen, wie meine Kinder heißen. Alexa und Annika, genau. Weil ich nehme ja jetzt später auf. Also, ich habe vor 3 Tagen das letzte Mal aufgenommen, so meine ich das. Oh, meine Alexa ging an den Hintergrund, okay. Ja, das war eine dumme Idee. Und jetzt habe ich auch erst gesehen, welche Namen ihr mir vorgeschlagen habt. Die werde ich auf jeden Fall dann benutzen. Ich habe die Liste offen, falls ich in dieser Session ein Kind kriege, obwohl ich das nicht glaube, weil ich meinen Freund bald abholen muss. Warum weißt du gar nicht? Weil mein Freund gerade noch arbeiten ist. So. Der musste halt abends noch mal los. Das ist immer ein bisschen traurig, weil wir haben jetzt schon 20.17 Uhr und ich weiß nicht, wann er kommt. Ich müsste mal das Handy auf laut stellen. Vielleicht. So wichtig ist er mir doch nicht. Nein, Spaß. Es ist 5 Uhr, jetzt ist es 6 Uhr. Meint ihr, unser Freund schläft noch? Ich weiß es nicht. Wir essen gleich auf jeden Fall was und dann rufen wir ihn mal an. Ob er vorbeikommen möchte. Das können wir aufräumen, helfe ich. Den Babys geht soweit gut. Eines ist zwar wach, aber das andere schläft noch schön. Gut. Wo ist denn unser Gunterchen? Einladen auf aktuellen Grundstück abzuhängen. Ich hoffe, er ist nicht arbeiten. Ich hoffe, er ist arbeitslos oder so. Dann können wir ihn die ganze Zeit rufen. So arbeitslos wie wir. Ja, das wäre schön. Oh, ich hatte gerade so nicht, hey, weil mir irgendjemand, glaube ich, auf Twitch oder so gefolgt ist. Das habe ich noch im Hintergrund an. Es tut mir leid, wenn ihr das gehört habt. So, yeah! Er wird gleich da sein, das ist gut. Sobald er da ist, machen wir mit ihm ein Baby. Hallo Gunther. Na, erstmal machen wir ein Foto von Gunther. Foto machen von Gunther. So. Oh, bitte nicht durch die geschlossene... Gut, ein Foto durch die geschlossene Tür. Yay. Hallo Nala. Wer, du sprichst ihn mit Karin an. Ach, Nala. Nala, Nala, Nala. Was wollen die Babys? Oh Gott.
Angurren. Vielleicht wollen sie wieder was essen. Ich weiß es nicht. Babys wollen essen. So sind Babys. So, wir machen jetzt aber ein Baby mit unserem Baby, Gunther. Oh Mann, hört auf zu weinen. Oh, lieb, dass Gunther sich drum kümmert. Ja, pst. Sei still, Baby. Sei still. Ich mach erstmal sexy mit... sexy. Sex mit deinem Stiefdaddy. Oh ja, Stiefdaddy-Power. Oh. Mir fehlt das Bild. Das Bild war schön. Und das Babygeheule im Hintergrund. Ich weiß nicht, ob ihr es hört, aber ich höre es auf einmal auf jeden Fall. Oh Mann. So. Dann machst du nochmal einen Schwangerschaftstest. Wir haben eigentlich nicht genug Geld. Wir haben jetzt schon 30 Euro für einen scheiß Schwangerschaftstest ausgegeben. Bitte. Bitte. Bitte? Ja! Danke! Danke, Gunther! Mensch, du hast doch noch eine Trefferquote hier. Gunther, du bist der Beste. Ne, Gunti? Machen wir noch ein Bild von ihm? Wenn wir so ein Bild von ihm haben, dann sagen wir ihm wieder, also bitte einfach nur Freunde sein. Ja. Irgendwie bist du nicht so mein Typ. Was? Ich möchte ein Foto machen. Gunther! Genau deswegen trenne ich mich. Bitten nur Freunde zu sein. Nicht wieder durch die Tür durch! Okay, okay, okay. Warte, das geht wenigstens. So kriegen wir Gunther drauf. Oh, sieht so gezwungen aus. Armer Gunther. Ich sage noch, ich werde noch Level 10 irgendwie hier Fotografiefähigkeit. So, machen wir das Bild weg. Obwohl das Bild schöner war, aber ich wollte dann, dass irgendwie alle gleich sind, wenigstens. Und wir können die Gunther-Bilder verkaufen, dann haben wir unseren Schwangerschaftstest wieder drin. So. Oh, die haben sich entschieden, nur Freunde zu sein. Dann hau jetzt auch ab, ich möchte schlafen. Wenn die Babys schlafen, will ich auch mal schlafen. Guten Nacht, Gunther. Auf Wiedersehen. So, jetzt wird es aber schwer, wir müssen noch einen neuen Kerl kennenlernen. Wir haben noch theoretisch... Nee, warte, Don hatten wir schon. Victor haben wir? Okay, der ist verheiratet. Okay, der ist auch verheiratet. Aber vielleicht kriegen wir die trotzdem rum. Müssen die Ehefrauen ja nicht mitkriegen. Wir können es ja mal probieren. Theoretisch. Alles gut! Nicht weinen! Hey! Brave Babys! Gunther! Gunther, kümmere dich! Okay, Gunther kümmert sich. Er kann als Babysitter eigentlich noch bleiben. Müssen wir ja nicht gleich rausschmeißen. Und er ist gegangen. Was weinst du? Ach ja, du hast eine schmutzige Winde. Ja, die können wir sauber machen. Und dann machen wir uns sauber. Warum muss ich gleich Zwillinge kriegen? Alles Gute ist, wenn es dann Teenager werden, habe ich gleich zwei Babysitter. Aber bis dahin müssen erst mal kommen, also sie müssen erst mal Teenager werden. Ach man. Da, da, da. Und ich darf ja theoretisch, ich glaube, das Grundstück nicht verlassen, solange ich keinen Babysitter habe. Und ich weiß nicht, ob so Tagespflege zählt. Bei Kleinkindern. Also ich darf keinen Babysitter bestellen. Ich glaube, Tagespflege darf ich theoretisch. Aber wir nehmen die Kinder einfach immer mit. Wenn wir irgendwo hingehen. Das geht ja dann. So, Gebet auf jeden Fall fortsetzen. Wir sind ja gerade schon schwanger. Oh, nicht weinen! Hör doch auf zu weinen! Es ist doch alles gut, du Kind! Okay, bevor wir das Gemälde fortsetzen. Ja, keine Ahnung, hier essen! Und weil ihr es sehen wollt. Schon wieder dieses Yay. Was ist denn los? Folgen mir so viele auf Twitch, obwohl ich gar nicht auf Twitch streame oder was? Ey, Kinder, beruhigt euch. Also jetzt meinte ich meine richtigen Kinder. Also meine flauschigen Kinder, meine Hunde- und Katzenkinder. Ich habe dich doch gerade erst gefüttert. Mensch, was hast du denn für Probleme? Komm mal alleine klar. Ich finde, es ist groß genug, um alleine klarzukommen, oder? Auf jeden Fall. So. Oh, jetzt weint das nächste. Das ist immer noch das. Nein, das ist einfach dieses Schreikind.
Oh, Kind, was ist denn los mit dir? Hier schaukelt dich da doch noch lieb. Deine Schwester weint nicht so viel. Das hat sie ja noch nicht eingekackt. Die Sache ist halt die. Oh, das hat ein bisschen was gebracht. Die Sache ist halt die. Die ist kompliziert. Also, ich darf. Kleinkinder darf ich altern lassen, wenn sie Geburtstag haben. Also, mir angezeigt wird, hier, das Kind hat Geburtstag. Und Babys darf ich erst altern lassen, wenn sie dann Level 3 in allen Fähigkeiten sind. Das heißt, ich muss gleich zwei Kinder Level 3 kriegen. Bei einem Kind, da kann man sich einfach noch gut drum kümmern. Aber bei zwei Kindern in dem Alter, muss ich mir schon aufteilen. Aber ich habe den ganzen Tag nichts zu tun, außer Babys machen. Guck mal, kannst ein Landschaftsgemälde beginnen. Aber es werden immer ihre ersten Kinder sein. Oh Gott. Es wird halt nie dieses eine Starterkind geben. Es werden immer zwei sein. Aber ich finde Zwillinge toll. Echt. Ich weiß nicht. Könnt ihr mal reinschreiben, ob einer von euch ein Zwilling oder so ist? Ich möchte halt später... Nein, ich möchte nicht mit dir abhängen, Gunther. Ich möchte später, wenn ich Kinder kriege, ich hätte so gerne Zwillinge. Ohne Scheiß. Ich hätte so gerne Zwillinge. Ich hätte aber auch so gerne selber Geschwister gehabt, weil ich bin ja Einzelkind. Ist doch voll nicht schön. Oh, heul doch nicht. Okay, ist heute nicht mehr gut. Anschreien bringt's. Ich muss noch ein bisschen Geld verdienen, verdammt nochmal. Eins malst du noch. Oh, und dann, ja, okay, sieht alles schlecht aus. Dann gehst du aufs Klo, dann darfst du was essen. Und dann solltest du vielleicht schlafen. Weil es ist 19 Uhr. Die Geburtstag naht. Ich glaube, jetzt dürfte ich sie altern lassen. Aber ich alter sie einfach am nächsten Tag. Weil ich, ja. Erstens muss ich noch ein bisschen Geld fahren, weil ich die ganzen Babysachen gar nicht kriege. Die brauchen ja dann Kleinkinderbetten und so. Vielleicht können die ja getrennt voneinander schlafen. Also der eine schläft tagsüber, der andere schläft nachtsüber. Dann hätte ich theoretisch Zeit. Ja, keine gute Idee. Okay. Ah, hätte ja sein können. Nee, keine Party im Club. Sorry. So, wenn du das Kind dann... Obwohl, es sind zwei Kinder. Das andere hat auch wieder irgendein Problem. Komm, Kind. Bitte. Bitte sei nicht so anstrengend. Nochmal füttern und dann schlafen. Ich meine, schon 22 Uhr und sie kippt gleich um. So. Gut. Ich hoffe, die Kinder schlafen durch. Sie braucht das auf jeden Fall dringend. Okay, beide Kinder weinen. Ich sollte mal nachgucken, bevor sie mir weggenommen werden. Schmutzige Windel und, keine Ahnung, füttern oder so. Sowas, was Kinder halt brauchen. Sowas Normale. Ihr wisst schon. Ihr habt bestimmt alle schon Kinder. Und dann wieder weiter schlafen. Oh, da heult schon wieder eins. Geh nochmal nach den Kindern schauen. Nochmal füttern. Und das hier kann sie ja alles... Ich verkaufe erstmal alles. Da habe ich ein bisschen mehr Geld. Weil momentan kann sie eh noch nicht so gut kochen. Oh, was ist denn mit diesem Kind los? Warum heult denn das jetzt nur? Mein Gott, es ist 3 Uhr morgens. Kinder sollten verboten werden, um 3 Uhr morgens zu heulen. Hier, fütter es nochmal, vielleicht hat es Hunger. Psst. Nicht auf das Kind übergeben. Bitte. Oh, ich mache mit dem Baby alles und es heult. So, jetzt scheint es glücklich zu sein. Dann kann ich vielleicht doch noch ein bisschen Schlaf kriegen. Während die Kinder schlafen. Und sie heulen schon wieder. Ja, ist okay. Schmutzige Winde. Du kriegst Essen. Oh, ich wünschte, ich hätte nur ein Kind. Der Tor von Zwilling ist geplatzt. Oh. Mit Cheats ist es halt immer so, wenn ich so Cheats habe. Also wenn ich normal spiele, also für mich, dann habe ich ja Cheats. Dann mache ich so, dass die Sims gar nicht unglücklich werden. Dann erfülle ich denen alle Bedürfnisse. Und dann ist es nicht so hart wie in so einer Challenge, wo ich natürlich keine Cheats habe und mich wirklich um die Kinder kümmern muss. Ich meine, wer kümmert sich wirklich um sein Kind?
Arme Kidneys. Erstmal isst sie schnell was. Kann sie sich immer noch um die Kinder kümmern. Und dann sollte sie sich nochmal hinlegen. Ach Mann. Ich bin bald im zweiten Trimester. Dann nur noch einen Tag und dann ist sie wieder schwanger. Also, nein, Mutter. Schwanger ist sie ja. Gut. Alle Babys happy, abschlafen. Kriegst du vielleicht noch ein bisschen. Und das Kind heult schon wieder. Ja, du wirst gefüttert und liebkost. Kinder. Eure Mami ist müde. Mami möchte doch nur schlafen. Ich habe jetzt nur 2 Kinder mit schon Erziehungslevel 4. Wie soll denn das werden, wenn ich dann irgendwie 100 Kinder habe? Okay, ich werde mit diesem Zimmer keine 100 Kinder kriegen. Ja, ich glaube, sie muss auf Toilette. Das soll sie mal machen. Ah, sie musste sich übergeben. Und jetzt ist er doch noch kaputt. Ach nein, wir müssen das reparieren. Wir haben kein Geld, um das zu ersetzen oder so. Jetzt repariert dieses stinkende, ekelhafte Klo. Und dann säuber es. Oh Gott. Oh, sie ist so am dran, ey. Die tut mir richtig leid irgendwie. Schau mal, wie der Fliegen rauskommt. Oh, es ist so abartig, es ist so abartig. Jetzt schön schrumm. Das machst du super. Ich bin richtig stolz auf dich. Wirklich. Bäh. Richtig ekelhaft. So, ein Kind schläft. Und das andere Kind, wollte ich sagen, ist glücklich, aber nein. Also komplett unglücklich. So, wenn sie damit fertig ist, benutzt sie noch die Teile und dann kann sie den Rest wegschmeißen. Und dann kümmern wir uns um unser Baby. Hallo, Annika. Nee, das ist Alexa. Hä? War es nicht eben noch Annika? Ah, das ist Annika. Okay. Wir nochmal füttern. Oh, mit nur einem Baby wäre so viel einfacher. Armes kleines Baby. Und dann legen wir uns auf jeden Fall nochmal schlafen. Wir haben es immer noch nicht verkauft. Müssen wir nicht bewässern oder so? Bewässern hier, das ist mal eine Sache. Hier auch bewässern? Kann ich irgendwie alles bewässern? Nein, okay. Hör auf zu schlafen, mach Gartenarbeit und dann die Abtrünnige. Nee, in die Gruppe möchte ich nicht. Ja, dann geh erstmal aufs Klo. Meine Güte. Meine Güte. Alles verkaufen und bitte bewässern. Und dann kannst du dich um deine Kinder kümmern. Wie gefällt euch das, wenn ich das mache, hä? Hä? Gefällt es euch dann? Okay, ich bin echt eine übermündete Mutter. Noch Gartenarbeit? Wie soll ich denn Geld verdienen, wenn ich mich um die Kinder kümmern muss? Annika hat Geburtstag, Alexa hat Geburtstag. Das ist super. Ich habe eine Nachricht bekommen. Okay. Mein Freund ist gleich fertig mit seiner Arbeit, den muss ich auch gleich abholen. Von daher würde ich sagen, die Folge neigt sich auch dem Ende. Ich meine, das ist jetzt 23 Minuten geht es jetzt schon. Also, ja, gut. Ich frage jetzt, wann ich losfahren soll und dann können wir noch ein bisschen uns um unsere Babys kümmern. Denn sie haben Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch. Wir können sie altern lassen. Weil es wurde angezeigt, sie haben Geburtstag. Also darf ich sie altern lassen. Ich muss jetzt aber... wartet. Oh, das habe ich nicht vorbereitet. Oh mein Gott, ich bin so unvorbereitet. Ich müsste eigentlich theoretisch, praktisch, wenn ich wieder die Regel mache, und ich mache es natürlich wieder die Regel, muss ich Random Sims 4 Generator irgendwie sowas machen. Geht das auch für Babys? Tutler, hier, Tutler. Ich brauche Tutler. Okay. Ich, könnt ihr das dann sehen? Nee, wartet mal. Ich mache das mal in die Mitte. Und werde mal ganz kurz OBS hier rüber. Kann ich Bildschirmaufnahme vor Dings machen? Ja, gut. Also, wir machen jetzt erstmal für Annika Randomize. War es jetzt schon? Achso. Okay, Annika war Angelic. Was war Angelic? Ich weiß es nicht. Und die andere war... Wild. Also Angelic und Wild. Was ist denn Angelic? Werde ich dann sehen. Angelic
Werde ich dann bestimmt sehen. Ist wahrscheinlich das erste. So. Erstmal ist Alexa. Alexa wäre wild, die eben sprach. Wild. Ja, andere Alexa. Ich muss jetzt mal gucken, was Angelic ist. Einen Moment. Ich google jetzt mit meinem Handy, damit ich jetzt nicht nochmal alles... Obwohl, warte, ich google jetzt mal mit meinem PC. Angelic Deutsch. Engelhaft. Ach, Angelic. Angelic? Okay. Engelhaft. Ja, das ist doch super. Wir haben ein engelhaftes Kind und ein wildes. Wow. Okay. Das, ja, gut. Gut. Aber wenigstens haben wir ein engelhaftes. Ah, das Baby. Gut. Engelsgleich. Ah. Oh Gott, das Kind ist hier weggeflutscht. Habt ihr es gesehen? Ich werde aber auf jeden Fall nochmal den Sim... Kann ich das irgendwie... ich würde gerne deren Aussehen noch verändern. So hier... Outfit plane, geht nicht? Also nicht, wenn ein Sim altert. Und sie steht in der Wiege. Gut, wir machen immer nämlich Outfit planen, weil es gefällt mir halt absolut nicht, wie sie gerade aussehen. Und ich muss halt mit denen spielen! Gut. Wir gucken mal, ob wir sie anziehen. Das ist ja das engelsgleiche Kind. Da muss es natürlich ein ganz, ganz liebes, süßes Kind sein. Irgendwie so mit kleinen Zöpfchen und lieb und süß. Das andere ziehen wir dann halt anders an, also wild. Weil es ist ja ein wildes Kind. So, engelsgleich kriegt sie doch das Kätzchen-Outfit. Und das wilde Kind, die Schwester. Ich mag überhaupt nicht, wenn sie sowas tragen. Oh, grüne Augen hat das andere. Nee, sie hat braune Augen. Und Ramona hat... braun. Okay, das ist cool. Finde ich tatsächlich cool. Was ist denn so wild? Ich glaube, das erste war schon das wildeste. Also dieses hier. Gut, das reicht mir schon. Mehr brauche ich gar nicht verändern. Nur ich mag halt diese Sonnenbrille nicht und diese kurzen Frisuren. Wenn es ein Mädchen ist, mag ich halt gerne, wenn es eine lange... Lange Frisur haben. Also ich habe jetzt gegen kurze Frisuren, aber nicht bei meinen Babys. So. Gut. Ich gestalte jetzt noch das Zimmer um und dann ist die Folge wirklich vorbei. Hier, 300 Euro kriegen wir geschenkt. Müssen wir gleich wieder in Babys investieren. Denn wir brauchen das billigste Kinderbett, das sie bitte haben. 160, das andere kostet 200. Also nehmen wir das zweimal. So. Lass ich die so aneinander schlafen oder lass ich die hier so schlafen. Das brauchen sie noch. Die Stapelblöcke finde ich auf jeden Fall gut. Hier, Fräulein Mieze kriegen sie noch. Oh, gibt es nicht noch ein günstiges Bücherregal, was nicht für Kinder ist? Ich mache mal das günstigste Bücherregal, was sie haben. Hier, Bücherregal auch für Kinder, aber günstiger. Das finde ich schön. Machen wir hier das Bücherregal hin. Machen wir, dass sie so nebeneinander liegen? Ich weiß gar nicht, ob ich das schön finde oder nicht. Liegen sie einfach beide im Raum? Ha. Weil dann könnten wir noch so eine Leseecke reinmachen. Sie brauchen auf jeden Fall... Ich mache mal einen Hochstuhl hin. Das mache ich hier mit ins Zimmer. Und dann haben sie hier noch ein Spielzeug. Und eigentlich können wir uns viel mehr nicht leisten. Brauchen Babys gerade noch irgendwas? Ein Fenster wäre schön, ja. Gut. Können wir uns nicht leisten. Ich hoffe, das ist erstmal alles, was das kleine Mädchen hier braucht. Übrigens, kleine Mädchen, was hast du denn jetzt schon wieder? Dir geht's doch gut. War ein bisschen traurig. Neues Geschwisterkind. Alexa sagt im Kennenlernen eines Geschwisterkindes, dass sie nicht wollte, in Tränen aufgelöst. Ihr seid Zwillinge! Ich kann doch da nichts für! Gut, Leute, ich würde sagen, das war's mit der Folge. Also vielen Dank fürs Zusehen. Da stellt mir gerne einen Mann unter Hashtag Einmann für Dani. Und schreibt gerne weiter Babynamen rein. Also ich werde mir die dann immer ansehen und mir einen rauspicken. Ich denke mal, es werden viele Namen drankommen. Ich werde ja auch mehrmals wahrscheinlich A haben, weil es Alphabet hat. 24? Ich weiß nicht, 24 oder 26 Buchstaben? Oh Gott, ich weiß es nicht, ich bin so dumm. könnt ihr mir auch reinschreiben. Und ja, da kann ja nicht jedes immer dran kommen. Also ich werde auch nur A bis Z machen.
wenn ihr tatsächlich irgendwie so einen Namen mit Ö, Ä oder Ü habt, zum Beispiel, keine Ahnung, Ümit oder so, werde ich das als U wahrscheinlich, wenn dann, nehmen. Also ich werde nicht extra Ä, Ö, Ü Namen nehmen. Gut, also ich denke, das hat viel geklärt. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.